Schwusch. Schwusch. So. Wow. Meine liebe Nasen und Näschen. Willkommen zurück. Hallo liebe Feen, auch euch willkommen zurück. Bei Legend of Zelda A Link to the Past. Wir sind in der Schattenwelt im zweiten Tempel. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird in dieser Folge etwas feucht zu gehen. Nein. Oh weh. Klunk! Ich bin es. Scha-ha-ra-sha-la-sha-ra-la-sha-la. Merke dir gut, was ich dir zu sagen habe. Alles hat ein Gegenstück in der anderen Welt. Verändert sich etwas in der Lichtwelt? Wirkt sich das auf dich, das Gegenstück in der Schattenwelt aus? Ich kann nicht reden. Ganz schlimm, wenn man gerade was gegessen hat. Da hat man da so ein Sabbermaul. Jo. Wir haben ja ganz schlau erkannt, wenn wir drüben das Wasser rauslassen, ne, in der Lichtwelt, ne, kommt es hier rein und dann haben wir hier ein Tümpel, wo wir hochschwimmen können und ja, und so weiter. Kennt sich aus, Schnuckeputz. Well, bist du für einer? Lass mich. Nein, pfui. Ja, es wird ein bisschen splishy splashy. Ein bisschen nass. Und ich habe irgendwie noch düster in Erinnerung, dass dieser Tempel hier echt furchtbar war. Wie allgemein bei jedem anderen Zelda-Spiel der Wassertempel. Also, Wassertempel sind per se... Meh. Simsam, öffne dich. Die Karte. Sehr schön. Drücke den X-Knopf, das werden wir tun. Drücke den X-Knopf. Wie viel haben wir? Okay, ist gar nicht so groß. Ist ja gar nicht mal so groß. Ja. Schnipp, schnapp. Das ist diese komischen Ohrstöpsel da. Kaputt schlagen. Ach, guck mal. Unsere lieben Freunde, die Skelette sind auch mal wieder. Aua. Mit von der Partie. Ach, das Ding. Ah. Achtung. Das Ding schießt nur, wenn ich auch schlag. Wie man auch immer so einen Sensor bezeichnet, aber ein ja, Luftdrucksensor, ne? Weil der Luftdruck einfach zu hoch ist, wenn ich hier wusch mach. Wusch. So, was gibt es denn hier? Einen Schlüssel, sehr gut. Kann ich nicht verschieben? Nein, kann ich nicht. Aufs Maul kriegt er. Aufs Maul. Oh Gott, mein Leben. Patsch. Ja. Vergehe ich das blöde Gegrinse, hä? Die Kuschen. Mistviecher. So. Klapp. Oh. Ah, da kommt jetzt das Wasser rein. Das heißt, ich kann jetzt da draußen hochschwimmen. Oh, clever, clever. Liebes Spiel, clever, clever. Patsch. Pitsch. Hier. Ach komm, weil es so schön ist. Patsch. So. Einfach, weil es so viel Spaß macht, irgendjemand ins Gesicht zu schlagen. Ne? Also, wenn euch mal langweilig ist, liebe Kinder, geht raus und schlagt jemand ins Gesicht. Nein, natürlich nicht. Seid ihr verrückt? Macht man nicht. Okay. Schwipp, schwapp, schwupp. Hier bräuchte ich über den Enterhaken anscheinend, um rüber zu kommen. How convenient. Ach, es ist aber... Ist aber jetzt unfair. Ein bisschen. Ne? Findest du nicht? Hier mich einfach so zu verletzen, das macht man voll nicht. Das ist... Ne?
Nö, finde ich nicht gut. Wow. Schlüssel. Irgendwie kommt mir das gerade sehr, sehr bekannt vor. Nein, okay. Müssen wir mal gucken. Lass mal gucken. Kann man euch... Ne, an der, wenn ihr die Zunge schon so rausstreckt. Nein. Gut, dann halt nicht. Boah, seid ihr nervig. Ah, besagte Schlüsseltür. Sehr schön. Komm, hör auf zu blitzen. Sollte das nervige Gepiep immer aufhören hier. Flumm. Aha, mhm. Und es piept wieder. Hey! Schon lange nicht mehr gehört. Welch angenehmer Klang. Das Schlimme ist, ich habe das genau auf den Ohren, weil ich mit Kopfhörer spiele. Da sind wir dieses penetrante Gepiepe direkt im Ohr. Der ist nicht schön. Warum bist du eigentlich so... Ja, ist... Ist aber mal gut hier. Schlau, ganz schlau. Bist du schlau gemacht, kleiner Markus? Bist du der schlauste Mensch der Welt? Obwohl, lass mal kurz was probieren. Lass mal kurz was probieren, kann ich? Nein, ich bin strunzdumm. Okay. Das habe ich wohl verbockt. Raus. Und noch rein. So. So, jetzt nochmal mit Stil. So. Kleiner Frechdachs. Oh weh, oh weh, oh weh. Viel zu viel Wasser und Feuer. Wasser und Feuer, Wasser und Feuer. Das ist aber eine böse Mischung. Aber... So, muss man gucken, wo man jetzt da hinfallen kann. Da waren zwei, aber hier... Eine Kiste. Tendenziell, würde ich mal behaupten, ist auf der anderen Seite. Was mache ich denn? Ach genau. Ich hatte da was vor. Das ist jetzt ein bisschen Umwege, den ich laufen muss, aber ich möchte unbedingt, dass diese Dinger auf sind. So, muss ich da außen rum. Können wir gleich mal den anderen Raum da unten noch untersuchen, den ich noch nicht untersucht hatte. Jo. Kuschen Rattenschwänzchen da vorbeilatten. Okay. Aha, Kompass. Siehste? 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 Hätten wir fast vergessen. Das wichtigste Utensil überhaupt. So, dann gehen wir da jetzt mal wieder auf.
Und Robert Hum? Du kriegst deine auf Möps und du kriegst deine auf Möps. Nee, ich krieg einen auf Möps. Ja. Tap, 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 tap. Und dann können wir hier weiter und gehen da rum und lassen uns mal kräftig am Popperz lutschen. Schieben das da rein, schieben das da rauf. Haha. So. Immer dieser Badespaß hier. Also, furchtbar. Ich finde nur noch irgendwelche kleinen, quengelnden Kinder, die dann ins Kinderbecken reinpieseln. Das dann so eine komische Chemikalie das Wasser blau färbt oder grün oder keine Ahnung was. Oder rosa? Ich weiß es nicht mehr. War schon ewig lang nicht mehr im Hallenbad. Au. Tete. 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 Wow, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Oh, hat sich's. Ja, machen wir so einen Hammer. Ja, es hat sich gelohnt. Es hat sich sogar sehr gelohnt. Mein Gott, hat sich das gelohnt. Mann, 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 Mann. Und klopf. Und klopf. Mir fehlt irgendwie dieser klassische Angriff nach unten, wenn man irgendwo runterspringt. Aber. Oh nein, nicht schon wieder. Ich mag dieses Gepiepe nicht. Dieses Piepe. Das Gepiepe ist lästig. Ja, da müssen wir wohl damit leben oder sterben. Hm? Eins von beiden. Mit einem Herzchen ist das tatsächlich leider viel zu wahr. Ach komm, da wird doch wohl irgendwo jemand, ne? So ein Herzlein auspacken. Nein? Ja, dann, gut, dann piept's halt jetzt noch ein bisschen. Aber, ne? Mit diesem piependen Unterton freuen wir uns des Endtagens. Boing! Warum Boing? Warum Boing? Warum Boing? Boing! Der Entaken, er dehnt sich aus, zieht sich zusammen und Boing! Probieren an allem Möglichen mal aus. Boing! Und willkommen, mein liebstes Utensil. Oh, ich finde den einfach nur gut. Es gibt, glaube ich, im ganzen Spiel nichts Besseres als den Endhaken. Der ist so gut. Also, der ist ja mal so gut. Nein, ich habe doch das langt. Na komm, gib mir Herzchen. Na komm, gib mir Herzchen. Keiner gibt mir Herzchen. Gemeinheit. Na gut, dann gib mir halt eben keine Herzchen. Schwuppdiwupp. Hallo, Herzchen? Nein? Oh. Ich hab gedacht, das hat mal kurzzeitig aufgehört. Ich hab mich schon gefreut. Tag. Fuck. Gib mir Herzchen. Gib mir doch auch ein Herzchen. Ah, ja. Bekanntes Spielchen. Dip, 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 dip. So, was spricht denn die Karte? Alle Wege führen nach Rom. Ja, ach, natürlich, ich laufe genau rein. Kackdreck. Okay, da muss ich erstmal irgendwie das Wasser rauslassen. Hallo, Viecherleins? Nein, keiner mehr? Der mir vielleicht irgendwie ein Herzchen geben könnte. Das ist doch. Das ist doch eine Schande, ist das doch. Och, jetzt muss ich den Schalter wieder drücken. Naja, vielleicht kriege ich Herzchen. Gib mir Herzchen. Keiner gibt mir Herzchen. Ich will doch nur Herzchen. Kein Herz für Long. Ja. Oh, das war knapper als gewollt.
Well. Och, jetzt habe ich gedacht, wir lassen dieses Gepiepe endlich mal für kurze Zeit mal aufhören. Nein, da kriegen wir gleich wieder eine kassiert. Na gut, danke. 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 Oh, wir haben 999 Rubine. Guck mal. Sehe ich gerade erst. Bling, bling, bling. So, bestäube mich. Jetzt hat wenigstens dieses Gepiepe aufgehört. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, es piept. Sinnvolle Räume. Sinnvolle Räume. Und ich bin falsch, oder? Ach. Manu, 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 Manu. Warum kann man dann überhaupt hier runter, wenn man dann... Ach, Mensch. Was reg ich mich überhaupt auf? Brito Edis. Natürlich, Kollege Schnürschuh ist auch wieder da. Was denn sonst? So. So, dann schieben wir sein hässliches Gesicht wieder drauf. Klack. Ganz toll. Dann spurteln wir wieder dahinter. Und rennen wieder ins Feuer, wie gehabt. Ne, das gehört ja dazu. Das gehört alles zu meinem Plan. Also nicht wundern. Das ist alles Taktik. Aber ich mach die ganze Wip. Hör auf, hier Wip zu machen. Ich soll keine Wip machen. Ja. Na komm. Knack. Jetzt ist nur die Frage, hat sich jetzt dann auf der anderen Seite, wo ich vorhin drin war, hat sich da auch das Wasser... Das will ich jetzt wissen. Ob sich da das Wasser auch rausgesogen hat. Weg. Weg. Na, hier in dem Nebenraum jetzt dann gleich. Und da, wenn es da runter geht. Ja. Das ist ja... bombastisch. Knick, knack. Und Geld braucht man nicht mehr. Und Geld braucht man auch nicht mehr. Ach, schade. Welch Verschwendung. So. Ach, da wären wir so rum auch... Okay. Da wären wir so rum auch reingekommen. Gut zu wissen. Jo. Wir haben ja einen tollen neuen Gegenstand. Warum benutzen wir ihn nicht? Warum benutzen wir diesen tollen Gegenstand nicht? Der ist ja so toll, dieser Gegenstand. Das ist ja der tollste Gegenstand, den ich hier hatte. Also, aber sowas von. Schnupp, Devo. In dein Gesicht. Jo. Okay. Wir konnten, glaube ich, durch irgend so ein Ding durch hier, ne, oder? Ja. So. Hui. Irgendwas knackt da die ganze Zeit auf meinem Kopfhörer. Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Ja. Ja, da bist du jetzt gut. Geh weg. Lass mich. Nein, lass mich. So, La Bomba. Tja, was gibt es denn hier Schönes? Aufs Maul gibt es erstmal. Und ansonsten Bomben, Pfeile, Magie und Herzchen, Herzchen und Magie und Pfeile und Bomben. Also man kann sich... Ah, da drüben ist nicht der Bossraum. Wow, was schon? Ich guck gerade aufs Öhrchen. Da sind wir mal richtig, richtig schnell dran, du. Naja, jetzt halt mal keine 30-Minuten-Folge wieder vor. Meine Damen und Herren, willkommen zum Bosskampf. Ich trinke gerade noch mal ein Schlückchen. Ich will nicht, seid mir nicht böse. So. Ich
lasse gleich mal den Enterhaken drin, weil, ne? Ist ja so diese ungeschriebene Zelda-Regel, dass man das Utensil, das man findet, auch gleich einsetzen darf. Ja. Und wie bereits erwähnt, da, du Oculus, du komischer. Oculus, Joculus. Aua. Ui, ui, ui. Opa, la, pa, la, pa, la. Was? Wie, was, wo? Hä? Der hat mich da jetzt noch erwischt. Schweinehund. Ja, ich muss mich mal kurz mal konzentrieren, also nicht wundern, wenn ich mal etwas still bin. So, zwei von den Blubbels hat er noch. Ach. Ja, du bist ja echte Schönheit, mein Freund. So, gib mir deinen Blubbel. Bloing. Ah, es fing an rumzuspinnen, okay. Ah. Na komm doch. Na komm doch. Mit dir nehme ich's alle mal auf, Freund und Kupferstecher. Jawohl, ja. Bam. Jawohl. Ja, stirb, Oculus, Joculus. Und ein Herzchen. Und wir sind in der zweiten Reihe des des Herzchentums. Guckst du da oben? Wir haben jetzt eigentlich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 Herzchen. Wow. Und einen neuen Kristall. Schon mal auf die Frauenstimme einplanen. Hallo. Oh, Lunk, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Triforce erfüllt dem, der es zuerst berührt, solange er lebt. Alle Wünsche, deshalb wussten nur wenige von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Kanon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran, du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleporter, denn es gibt nicht nur den auf dem Todesberg. Wandere so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Du bist der Einzige, der Kanon bezwingen kann. Wir vertrauen dir. Hast du alles verstanden? Was? Ja, hab ich. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Möge die Macht mit dir sein. Tschatsching. Wow. So, und damit wäre Tempel Nummer 2... abgehackt. Und wir haben unseren tollen, neuen, schönen Enterhaken, Boing. Warum auch immer Boing? Ich habe nicht ganz verstanden, warum Boing. So. Erstmal das Schweinewesen hier noch malträtieren. Gut. Meine lieben Nasen und Näsen, dann hätte ich doch mal gesagt, war eine erfolgreiche Folge. Oculus Joculus ist besiegt. Die zweite nach Fahren der Weisen, die zweite Weisin, Weise? Das zweite Girl befreit. Wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffe ich. Wo wir dann tatsächlich auch mal vielleicht mal wieder erkunden gehen. Mal schauen. Nicht, dass ich wieder so ein Versprechen ist wie beim letzten Mal. Joll, gebraucht große Erkundungstour und dann fehlt uns jenes Item, das wir jetzt hier gefunden haben. Aber das haben wir jetzt, ne? Also, mal gucken, ne? Was wir als nächstes machen.
lassen wir uns einfach mal überraschen, ne? Ist auch mal was. Auch mal was Spannendes wollte ich gerade sagen. Und da wollte mich dieses ekelhafte Dings hier beklauen. Das gibt's schon nicht. Ja. Meine lieben Nasen und Näsinnen, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Boing. Bleibt gesund. Boing. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Boing, boing. 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 Tschüssi.